Herzlich willkommen in St. Michael in Bridgeport. Wir feiern heute die Heilige Messe am ersten Sonntag in der österlichen Bußzeit. Und wir feiern diese Heilige Messe mit Gebet für den verstorbenen Heinz Borgartz. Wir bringen auch alle unsere Gebete zu dem Altar Gottes. Heute feiern wir diesen Gottesdienst am Seitenaltar hier in Bridgeport, am Marienaltar. Das ist eigentlich der Ort, wo wir jeden ersten Samstag die Heilige Messe feiern. Aber heute ist der erste Sonntag in der österlichen Bußzeit, also das ist auch etwas Besonderes. Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Lied Nummer 266, Bekehre uns, vergib die Sünde. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. Der Sohn des Höchsten, komm auf unsere Erde, uns zu erretten aus der Macht des Bösen. Erhob die Menschen in das Reich des Vaters. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe. In rechter Buße wandelt eure Herzen. Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Am Anfang dieser heiligen Messe lasst uns im Kyriegebet um Gottes Erbarmen bitten. Das tun wir heute ganz besonders in dieser österlichen Bußzeit. Wir bringen alles, was uns stört, alles, was für uns schwierig ist, zu Gott, um das Ganze ihm anzuvertrauen und um Gottes Barmherzigkeit zu bitten. Nummer 104. 104. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe. Kyrie eleison,
lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Die erste Lesung ist aus dem Buch Genesis. Gott, der Herr, formte den Menschen Staub von Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß und gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Wort des lebendigen Gottes. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Inneren. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, denn deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Gib mir wieder die Freude deines Heiles, rüste mich aus mit dem Geist der Großmut. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündet. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt, und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten, wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretungen des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist es erst die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Und anders als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe. Denn das Gericht führt wegen eines einzigen zur Verurteilung, die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen so werden erst recht diejenigen, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Wort des lebendigen Gottes. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.
Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, so beginnen wir diese Fastenzeit, österliche Bußzeit, mit einigen Gedanken, die wie jedes Jahr sehr wichtig sind. Die Gedanken wie etwa: Was kann, was soll ich in meinem Leben ändern? Was soll ich da verändern, damit ich ein besserer Mensch werde, näher zu Gott hintrete, damit sich mein Glaube vertiefen kann? Glaube, also eine persönliche Erfahrung, dass Gott der Herr da ist, dass er ein Teil meines Lebens ist, dass er tatsächlich in meinem Leben gegenwärtig ist. Und sobald wir auf diese Gedanken kommen, sobald wir in die Stimmung der Fastenzeit eintreten, da kommen auch Hindernisse. Besondere Hindernisse, die zu dieser Zeit gehören. Und vielleicht deswegen haben wir in den Lesungen heute so viel über den Teufel, über das Böse, über die Sünde. Also die Themen, die für uns tatsächlich manchmal sehr schwierig sind. Es ist viel einfacher, darüber zu sprechen, dass etwas gut läuft, dass wir auch gute Menschen sind, dass wir etwas Gutes vornehmen und unternehmen, planen und bauen. Und eigentlich sprechen wir lieber über das Gute. Das ist auch gut so. Aber das Böse ist auch da. Da sind alle Hindernisse in unserem Leben. Da sind alle Probleme, auch alles, was wir als sündhaft bezeichnen. Das heißt, alles, was uns von Gott trennt. Alles, was uns daran stört, zu beten, unseren Glauben zu praktizieren, sich in diese Beziehung mit Gott zu vertiefen. Da kommt die Fastenzeit, die österliche Bußzeit, zu Hilfe. Die Lesung, die erste Lesung aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, zeigt uns, dass das Böse ein konkretes Gesicht hat. Natürlich ist da die Schlange als Symbol, als Bild, aber eine Schlange, die labert, eine Schlange, die spricht, das ist schon etwas Besonderes, also eine Person ist das. Nicht etwas, sondern jemand. Das ist sehr wichtig, daran zu glauben und das richtig zu verstehen, dass das Böse ein Gesicht hat. Das ist der Widersacher. Das ist jemand, der Gott hasst und deswegen auch uns hasst und alles tun würde, um in unserem Glauben zu stören. Deshalb sollen wir dieses Gesicht identifizieren. Manchmal benutzt der Böse andere Menschen, manchmal Situationen, manchmal Versuchungen, manchmal Bilder, manchmal Gedanken. Und das spielt keine Rolle, was er da benutzt, sondern wie er das tut. Er will natürlich alles, was böse ist. Er will uns also in unserem guten Leben stören. Also manchmal sind das ganz, ganz alltägliche und einfache Dinge, wie zum Beispiel andere Gedanken: Wenn ich
versuche, richtig zu beten, Heilige Schrift zu lesen, zu meditieren, meinen Glauben zu praktizieren. Und da kommen schon diese Hindernisse und Probleme, alles, was uns da stört. Das Evangelium zeigt uns, dass sogar Jesus nicht frei davon war. Der Böse, der Teufel, kam auch zu ihm. Natürlich, nach 40 Tagen Fasten war er hungrig und da hat er ihn zu verschiedenen Dingen versucht. Aber diese Versuchungen, das sind auch unsere Erfahrungen. Das sind auch manchmal, wie gesagt, alltägliche Dinge aus unserem Leben, die uns da gezeigt, angeboten werden, um uns zu stören. Deshalb, meine lieben Freunde, am Beginn dieser österlichen Bußzeit ist es gut, diese Dinge mit Namen zu nennen. Es ist gut, auch einige gute Ziele zu finden, was wir in dieser Fastenzeit erreichen wollen. Vielleicht etwas sehr Positives, ein Lächeln, eine gute Tat, Hilfe, etwas, was auch anderen Menschen dient. Vielleicht das Almosen, also mein Teilen mit Bedürftigen, mit Menschen in Not. Aber vor allem mein Gebet. Diese Zeit lädt dich und mich ein, dazu ein, mein Gebet zu erneuern. Und keiner will das für dich machen. Das ist deine, meine Aufgabe, auf mein Gebet manchmal kritisch zu schauen und zu sehen, dass es mir da und da etwas mangelt. Also, wir wollen diese Fastenzeit, österliche Bußzeit, mit guter Einstimmung betrachten, mit Lächeln, weil das eine heilige Zeit ist, eine gute Zeit, die uns auch, deshalb Heilige, die uns heilen möchte, die uns, Gott zeigt uns eigentlich, das und das ist ein bisschen problematisch in deinem Leben. Versuche mal daran zu arbeiten. An deinen Beziehungen mit deinen Mitmenschen, Familienmitgliedern, mit Nachbarn. Vor allem mit diesen Leuten, die für uns schwierig sind. Und deshalb lasst uns tatsächlich das in Betracht nehmen. Nicht nur von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Vielleicht ist diese heilige Fastenzeit, österliche Bußzeit, eine Einladung, sich ein bisschen mehr mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Mit dem Gebet, mit guten Dingen. Und so können wir tatsächlich Gott in unserem Alltag begegnen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Anstelle von Fürbitten, lasst uns im stillen Gebet mit allen unseren Bitten, mit der Danksagung zu Gott kommen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung Nummer 273, O Herr, nimm unsere Schuld. O Herr, nimm unsere Schuld, mit der wir uns belasten, und führe selbst die Hand, mit der wir nach dir tasten. Wir trauen deiner Macht und sind auch oft in Sorge. Wir glauben deinem Wort und fürchten doch das Morgen. Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, und können oft nur uns und unsere Nöte sehen. O Herr, nimm unsere Schuld, die Dinge, die uns binden, und hilf, dass durch dich den Weg zum anderen finden. Vom Sanctus Nummer 106 und zum Agnus Dei 107. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindens durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt coelia terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt. Und wir warten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und der Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Erzengel Michael, mit dem heiligen Franziskus, mit dem heiligen Antonius, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Frank, die Gemeinschaft der Bischöfe, unserer Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten, Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Nummer 275. 275. Selig wem Christus auf dem Weg begegnet, um ihn zu rufen, alles zu vertrauen, sein Kreuz zu tragen und in seiner Kirche für ihn zu wirken. Bei ihm ist Christus, stärkt ihn in der Wüste, schenkt ihm durch Leiden Anteil an der Freude. Und seine Jünger spüren Christi Liebe in seiner Nähe. Durch seine Jünger spricht zu uns der Meister, ruft uns zur Umkehr, spendet Licht und Hoffnung. In ihren Taten wird die Botschaft Christi für uns lebendig. Vater im Himmel, heilig ist dein Name. Dein Reich wird kommen, das dein Sohn verheißen. Hilf uns im Geiste, ihm den Weg bereiten, alles seine Bote. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt, und stärke uns mit jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels, sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so beten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscher, stoßen den Satan und den bösen Geister, die in der Welt umherschleichen, um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes in die Höhe. Amen. Vielen Dank für unser gemeinsames Gebet am Beginn dieser apostolischen Bußzeit. Wir haben unsere Gedanken, wir haben unsere Ziele, die wir anstreben in dieser Zeit. Und deswegen lasst uns dann zum Schluss dieses Gottesdienstes noch die Hilfe Gottes herabrufen und die Mutter Gottes begrüßen mit dem Lied Stabat Mater. Christi Mutter stand mit Schmerzen, Nummer 532, und ich lade Sie recht herzlich ein zu unserem nächsten Gottesdienst auf Deutsch am Ende des Monats. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen.
als ihr lieber Sohn dahin, durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leides ergeht. Welch ein Schmerz der Auserkorenen, doch sie sah den Eingeborenen, wie er mit dem Tode rang. Angst und Jammer, Qual und Bangen, alles Leid will sie umfangen. Dass nur je ein Herz durchdringt. Benedicamus Domino, Deo gratias.